Was geht ab, Leute? Sehen Sie wieder da. Heute mal wieder mit einem kleinen News-Reveal aus dem One Piece Magazine Volume 8. Was Oda uns dieses Mal revealed hat, zeige ich euch wie immer nach einem kurzen Intro. Intro ab. One Piece Magazine Volume 8 werden uns ja immer viele Hintergrundinformationen gegeben, die wir im Manga nicht bekommen. Auch dieses Mal zeigt uns Oda etwas, und zwar zeigt er uns, wie die Schattenfrucht von Moria und die Totenreichfrucht von Brook aussehen. Hier mal das Design der Schattenfrucht von Moria. Es ist eine schwarze Frucht. Naja, wie hätte es auch anders sein sollen? Was komisch an dieser Frucht ist, sie ist die bisher einzige, zumindest soweit ich es rausgekriegt habe, welche noch Blätter um sich herum hat. Soll dies irgendwas Spezielles andeuten? Oder ist es einfach das Design der Frucht? Auf jeden Fall ist die Schattenfrucht für mich die bisher bestaussehendste Frucht von allen. Dann präsentierte uns Oda auch noch Brooks Totenreichfrucht. Diese Frucht ist orange und lustigerweise in Form eines Totenschädels. Dies passt natürlich wie Faust aufs Auge, wenn man welche hätte. Johohoho. Das waren auch schon die Reveals der zwei Früchte, das Ganze wollte ich euch einfach nicht voranhalten. Wie findet ihr denn deren Designs? Schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen möchtet, liked das Video und lasst gerne auch ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.